Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales und zur fertigen und derzeit finalen Version von meiner Mega-Insel, die wir zusammen gebaut haben zu Papaya Version 8. Und erstmal werden wir diese Version publishen, sodass dann auch Papaya Version 8 finally für euch verfügbar ist. Und wir schauen erstmal ein bisschen auf der Map rum, wie sie dann am Ende jetzt final aussieht und was euch auf dieser Map alles so erwartet. Also, wir gehen mal direkt in die Map rein und danach zeige ich euch dann nochmal eine kleine Übersicht, was alles so auf der Map verfügbar ist, was ihr alles so auf dieser Map machen könnt. Also, ich habe in der Nacht noch ein kleines bisschen daran gebaut, also alle, die im Stream waren, werden auch einiges Neues erleben, denn jetzt ist die Map fast bis auf ganz kleine wenige Sachen noch komplett voll. So, also als erstes habt ihr hier euer privates Zimmer, euer privates Domizil, in dem ihr so ein bisschen hier euren Spaß haben könnt. Also das ist sozusagen euer Zuhause mit obligatorischer Tischtennisplatte. Und übrigens, ja, ich bin ein bisschen krank. So, dann habt ihr, das erste Mal habt ihr dann die Stadt mit ein paar Häusern, in die ihr reingehen könnt. Und auch neu natürlich mit einem Marktplatz. Auf dem Marktplatz habt ihr jetzt neu verfügbar auch den Shop, wo ihr so ein bisschen die Pferdeausrüstung kaufen könnt. Ihr habt da so ein bisschen Geld liegen und ihr könnt hier auch reingehen. Also ein bisschen Roleplay-mäßig ist das Ganze auch möglich, wenn ihr wollt. Dann habt ihr diese kleinen Stände natürlich hier außen rum. Und ihr habt hier die Chill-Out-Area, die jetzt auch final fertig ist. Also ihr seht hier auch nochmal mit so ein paar Möbelstücken drin. Ihr habt neu dazugekommen, da hinten dieses Schiff, was noch dabei ist. Dann habt ihr hier jetzt auch noch finally so ein bisschen Accessoires mit so ein paar kleinen Palmsachen drin. Ansonsten habt ihr hier den Spiel- und Spaß-Haustierstrand mit ein paar von meinen Favorite-Haustieren drin. Dann geht es die Straße entlang weiter zu unseren Ställen, die jetzt auch noch so ein bisschen Heu hier dazu bekommen haben. Nebendran habt ihr den Springplatz, den ihr übrigens auch beliebig verändern könnt. Also ihr könnt hier ein paar Stangen dazu machen. Also, der Plan übrigens ist eigentlich, falls ihr den Springparcours in der richtigen Reihenfolge machen wollt, ist es eigentlich so, dass ihr hier hin, dass ihr hier lang geht, hier drüber geht, dann hier rüber über den Wassergraben springt, dann darüber, dann über den doppelten Ochser springt und dann über das Feuer springt und hier hinten quasi dann durchgeht. Das ist sozusagen der Plan. Könnt ihr natürlich recht frei gestalten. Dann haben wir hier noch ein paar Bäume dazu bekommen und so ein bisschen mehr Grün. Dann ist hier der Einsiedler, der so ein bisschen am Rand wohnt. Und ja, ich glaube, ich könnte hier die Straße noch ein bisschen genauer bauen. Also ein bisschen Feinschliff. Bisschen Feinschliff muss ich noch machen an so ein paar Stellen. Kommen wir aber in Richtung der Burg. So, auch hier, das kann ich noch mal ein bisschen besser machen. Denn bei der Burg, die aktuell nichts drin hat, einfach aus Gründen der, wir haben einfach keine Buildpoints mehr, könnt ihr das Ganze quasi als Gefängnis nutzen. Ist komplett begehbar.
So. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Da habt ihr hier noch so ein Haus mit so ein bisschen jetzt neu dazugekommenen Bäumen und Runensteinen. Und dann geht das zur Pferdekoppel. Die habt ihr nämlich hier, da habt ihr ein paar von meinen Top-Pferden drauf, die hier ein bisschen rumlaufen. Und ja, das ist so gewollt, dass es hier so ein bisschen uneben ist. Es ist ja nicht jede Koppel ist noch komplett glatt einfach. Deswegen war das so der Plan, dass da so ein bisschen Unebenheit drin ist. Dann geht es hier rüber zur Dressurarena. Da habt ihr hier eine Sattelkammer. Hier müssen wir noch ein bisschen so diese Planken anpassen. Dann habt ihr hier so diese Zuschauer-Area mit den Bänken. Und dann gehen wir zurück. Über die andere Brücke dann hier nochmal so ein kleines Wasserhäuschen. Und wir sind zurück in der Startstadt. Was ich euch noch zeigen kann, was sich so ein bisschen verändert hat, das zeige ich euch aber mit dem Flugmount. Das ist bei der Pirateninsel, denn ihr schaut mal, wir haben jetzt hier auch ein kleines Floß, nochmal so ein kleines Beiboot. Und wir haben das, was ich immer machen wollte, noch, wir haben auch eine Kanone hier jetzt. Also, wenn ihr eure Piraten-Action machen wollt, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, auf dem Schiff so ein bisschen mit der Kanone noch Sachen zu machen. Okay, man kann damit nichts machen, aber hey, wir haben auf jeden Fall eine Kanone. Und hier haben wir natürlich auch noch so das Steuerrad, auch wenn man das Schiff nicht steuern kann, aber das war einfach noch nötig, dafür ein paar Punkte auszugeben. So, das ist die aktuelle Version von Papaya, also Version 8, die vorerst finale Version, die vielleicht noch so einen kleinen Feinschliff hier und da bekommt. Aber ansonsten ist die Insel so wie sie ist erstmal fertig. Ich hoffe, die Insel gefällt euch so und ihr habt Spaß drauf. Man könnt hier ein bisschen Roleplayen. Da steckt jede Menge Zeit und Arbeit drin. Ich hoffe, dass sie euch gut gefällt, dass ihr hier so ein bisschen eure Dressur, eure Roleplay-Sachen auf der Insel machen könnt. Jetzt eben, nach dem Konzept habe ich die Insel so ein bisschen gebaut, nach dem, was ihr gerne haben wollt. Was ihr gerne haben wolltet, haben wir das jetzt in den letzten, ich glaube, sagen 10, 20 Stunden auch im Stream so ein bisschen zusammengebaut. Und ja, ich bin echt stolz drauf, wie sie so geworden ist. Unsere Gemeinschaftsprojektinsel, unsere Mega Island, unser Papaya. Und eure Meinung zur Insel, wie findet ihr, ist sie geworden? Habt ihr darauf schon gespielt? Ich habe ja schon einige Kommentare von euch gelesen, von Leuten, die hier was drauf machen. Das freut mich wirklich sehr, dass da Leute auf der Insel Spaß drauf haben, weil genau deswegen habe ich diese ganze Sache hier gemacht. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nochmal irgendwas bauen in dieser Art. Vielleicht einmal ein bisschen eine kleinere Version, so eine Mini-Insel oder sowas, wo man dann so privat ein bisschen was drauf spielt. Aber eure Meinung zu dieser Insel hier gerne in die Kommentare. Was würdet ihr verbessern? Wie findet ihr das Ganze? Und ja, dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht dann auch mal auf so ein bisschen Fan-Meet and Greet oder ein bisschen Roleplay auf der Insel, die ich gebaut habe, auf Papaya. Bis dann. Ciao, ciao.